Muscle, dem besten Muscle-Channel auf YouTube. Heute mal von zu Hause. Warum von zu Hause? Naja, ich möchte euch einfach mal die grausame Situation bei mir auf dem Schreibtisch zeigen. Hier liegt einfach unglaublich viel Schrott rum. Und die Frage ist, warum? Naja, ich würde diesen ganzen Schrott sehr gerne in dieses Sideboard hier hinten reinstellen. Das steht genau mit dem Rücken zu mir und hier liegt auch mein ganzes Zeug drin. Diese Schubladen kennt jeder von euch, ja, wo einfach lauter Gerümpel drin ist. Davon habe ich drei. Aber die ganzen sinnvollen Sachen, die kann ich nirgends hin tun. Dann habe ich mir gedacht, hey, ich baue mir ein Sideboard, wo wieder, wie in der Werkstatt, wie die Werkzeugschränke, ganz viele Schubladen übereinander hat, dass ich mein ganzes Zeug da endlich mal lagern kann und den Schreibtisch auch vielleicht mal ein bisschen aufgeräumter bekomme. So, gesagt, getan, ich habe das Ding auch gebaut, wie ihr seht, oder zumindest mal den Korpus gebaut. Die Sache ist aber die, es war einfach zu schwer zum Nachbauen für euch. Man hat Gehrungen schneiden müssen mit der Tauchsäge und so weiter und das war auch, zumal ich auch noch was vergessen habe. Ich habe die Rückwand schon eingeleimt, habe aber vergessen, von hinten die Bretter in die Nut reinzuschieben. Ja? Von vorne geht das nicht mehr. Von diversen Ungenauigkeiten hier mal ganz zu schweigen. Oder hier, wie man sieht, hier müsste man auch spachteln und so. Also alles in allem, auch von der Leichtigkeit, wie ihr es nachbauen könnt, nicht wirklich geeignet. Deswegen habe ich mir wirklich nochmal die Mühe gemacht. Ich habe es nochmal komplett neu in SketchUp gezeichnet, so, dass ihr es daheim auch mit wirklich ganz einfachen Mitteln nachbauen könnt. Heißt für mich einfach, das Ding ist wieder für die Mülltonne produziert. Aber der Truppe, ja, bekannt dafür, hart im Nehmen zu sein, baut es einfach nochmal. Aber bevor ich es nochmal baue, ja, muss ich erst einmal aufräumen, weil in dem Chaos habe ich gar keinen Bock zu arbeiten. So, so kann man arbeiten hier. Die Pläne zu dem Sideboard wird es die nächsten Tage oder eher Wochen, also in ein, zwei Wochen wird es die Pläne zu dem Sideboard auch im Shop geben. Es war auch nochmal ein Grund, warum ich es umdesignt habe, weil ich nicht möchte, dass ihr irgendwelche Pläne kauft und daheim das einfach nicht nachbauen könnt, weil ihr die Werkzeuge nicht habt. Und das, was ich gedreht habe, den Korpus, den ich als erstes gebaut habe, das gibt es als Fail-Project noch hinten dran. Dann seht ihr, warum das so eine Scheißerei war. Jetzt bauen wir aber das Richtige. Muss ich sagen, schneiden wir erst einmal den Korpus zu. Sonst machen wir ein Multiplex. Ihr könnt natürlich auch USB nehmen, dann weiß der Geier was. Allerdings will ich das nachher beizen. Das schaut mit Birke Multiplex einfach viel schöner aus als mit USB oder sowas. Und deswegen wird es mit Birke Multiplex gemacht. So, Platte muss natürlich immer 500 Kilo wiegen. Das ist ja natürlich wieder klar. Wenn wir das fertig haben, ach Gott, dann selektieren wir natürlich, wie bei Menschen auch, ja, die schönste Seite nach oben. Das ist sowieso der Boden, das ist gerade egal. So, ich würde sagen, das hier ist die schöne Seite, das ist oben. Also in dem Fall drehen wir es wieder um, weil wir werden jetzt mit Dübeln das Ganze machen. Und die Konstruktion, Leute, die ist wirklich einfach. Das werdet ihr gleich sehen.
dass das wirklich jeder daheim nachmachen kann, würde ich fast schon behaupten, eine normale Handkreissäge mit einer Führungsschiene hat. Ich messe aber vorher nochmal alle Teile nach. Ich kenne mich mittlerweile, ich vertue mich so oft mit Maßen. Ich vertue mich so oft. Siehst, da habe ich mir auch schon wieder vertan. Heiliges Blechli um 6 mm. Ach, scheiß drauf. Halt, Truppe, woher kommt es? Bist du so dumm oder was? Du bist einfach nur dumm. Ja gut, 6 mm geht auch nicht. Ich habe ja alles berechnet. Himmel, Arsch, verkackte Scheiße. Das kotzt mich so an. Jedes Mal. Das ist auch falsch zugeschnitten. Hey, jetzt mal ohne Witz. Bin ich zu blöd, zwischen 93,2 und 93,7 zu entscheiden? Was ich Platten verschneide, nur weil ich zu doof bin, die Maße richtig zu schneiden. Es kackt mich so an, es kackt mich so an. Jetzt mal ganz ehrlich, so viel Verschnitt wie ich habe, da könnte ich ein ganzes Waisenhaus in Afrika wahrscheinlich 3 Jahre durchbringen, was ich an Verschnitt produziere. Young man, how is the day so far at school? Ah, wonderful, man. No business is going very well, you know. Also, Dübelmus. Ihr braucht jetzt natürlich nicht unbedingt wie ich so eine Dübelmaschine. Etza, da. Mit dem könnt ihr das natürlich auch bauen. Das kostet 16 Euro oder sowas. Das reicht dafür locker. Ja, ich habe die Maschine bekommen. Also nehme ich die Maschine ganz einfach. Aber ihr könnt das auch wirklich mit einfacherem Werkzeug ganz genauso bauen. Darauf habe ich eben wirklich geachtet, dass ihr das easy peasy nachbauen könnt. So, bevor wir dübeln, machen wir uns natürlich noch ein paar weiterführende Gedanken. Und zwar, ihr seht, auf der Seite ist die Maserung ja ein bisschen wenig. Auf der Seite ist es schon ein bisschen kräftiger. Jetzt müsst ihr für euch halt entscheiden, was wollt ihr am Schluss bei eurem Möbelstück sehen. Wollt ihr, dass es ruhig und gleichmäßig ist oder wollt ihr, dass es einfach ein bisschen lebendiger ist? Je nachdem verwendet ihr eben die Seite, die euch mehr taugt. Bei mir ist es, ich nehme die ein bisschen ruhigere, weil durch die Beize und das Ganze, was wir haben, wir machen was richtig Geiles, Leute. Das habe ich auch noch nicht gesehen, das wird richtig geil. Wir zweckentfremden was. Müsst ihr für euch entscheiden. Jetzt muss ich aber aufpassen, hier lauert nämlich schon der erste potenzielle Fehler, 41-20,5. Ich habe ja einen Versatz. Ihr seht, dieses Brett ist breiter als die untere Wand. Wenn ich jetzt die Anschläge so nehme, wie gesagt, ich habe die Fehler alle schon gemacht. Ich habe die Fehler alle gemacht, deswegen weiß ich es, weil ich habe die Fehler 1000 Mal gemacht und ich werde sie noch 1000 Mal machen. Aber das hindert mich nicht daran, weiterzuarbeiten. Vielleicht werde ich ja irgendwann in diesem Jahrtausend mal besser. So, mal ein bisschen was zu der Maschine, weil viele fragen sich ja auch, Truppe, wie ist die Maschine? Also es ist so. Die Maschine kostet sehr, sehr viel Geld. Ich habe die Maschine, wie gesagt, gestellt bekommen. Für jeden, der das Geld hat, dem kann ich sie absolut empfehlen. Für die Leute, die das Geld nicht haben, würde ich wirklich sagen, kauft euch das Dübelding von Wolfkraft. Da seid ihr besser aufgehoben, weil das Ding kostet über 1000 Euro. Das ist für wirklich Leute, die sagen, hey, ich habe das Geld für mein Hobby, mich juckt das nicht. Für die absolute Kaufempfehlung, für alle, die die Kohle nicht haben, das Dübelding von Wolfkraft für 16 Euro ist auch gut. Und natürlich habe ich wegen dem ganzen Quatschen natürlich die Löcher an die falsche Seite hingemacht. Wie kann es anders sein? Hier, da sind sie drin, da müssen sie rein. Sagen wir jetzt mal ernsthaft, Leute. Passieren einem von euch da draußen auch so scheiß viele Fehler wie mir oder bin ich einfach der einzige Volldepp, der das Handwerken einfach am besten sein lassen sollte und sich eingraben soll? Bin ich der Einzige? Stimmt mal rechts oben ab. Geht's dir auch so, dass du ab und zu einfach so beschissene Fehler machst wie ich oder sagst du, nee, ich bin Profi, bei mir passiert nie was? Ich höre den Kanal auf, Leute, ehrlich. Jetzt will ich meinen Fehler berichtigen und boah, die richtige Platte falsch. Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Ich hab ja gemerkt, dass ich das auch falsch vorhab.
Ich komme mit dem Ding einfach nicht klar. Also ich komme, das Ding, die Maschine ist gut, aber ich bin einfach zu dumm, das Ding zu bedienen. Ganz ehrlich. Ich bin einfach zu dumm, das Ding zu bedienen und die Bohrungen richtig zu setzen. Auch wieder Verschnitt. Jetzt kann ich die dritte Platte anfangen für ein verschissenes Sideboard. Das sind 150 Euro nur Material für den scheiß Korpus. Also es gibt Tage, da ist meine Frustrationsgrenze nicht nur überschritten, sondern ganz krass überschritten. Das hier scheint auch wieder so ein Tag zu werden. Super. Schaut natürlich hervorragend aus mit dem Loch hier. Ich verfickt. So, dann machen wir mal die Rückwand rein. Für die habe ich mir ganz was Besonderes einfallen lassen. Und zwar, dass es wirklich richtig, richtig leicht geht. Also für euch zum Nachbauen. Jetzt schauen wir auf jeden Fall erstmal, ob wir irgendwas da haben. Ich habe schon irgendwas gesehen. Da steht auch schon, das gute Stück. Das ist damals, ich habe ja euch ja letztes Jahr, war ja, hat mir der Schreiner, der umgezogen ist, der hat mir ja sein Holzlager vermacht, oder Teile davon. Viel Spanplatte. Oh, Spanplatte, er beschichtet, aber das ist genau richtig für den Zweck, für den wir es brauchen. So, schauen wir, ob es richtige Maß hat. 1,60 brauche ich. Hat's. Wunderbar. Gut. Dann zeige ich euch mal, was ich meine. So, ich zeige euch jetzt, wie ihr es daheim macht. Ich mache es ein bisschen anders, aber ähnlich. Also, wir brauchen jetzt da hinten eine Nut für die Rückwand. Und zwar habe ich das so berechnet, dass ihr, wenn ihr ein ganz normales Kreissägeblatt nehmt, mit 3,2 mm Breite, seid ihr good to go. Wie machen wir das? Zeige ich euch. Als erstes stelle ich mir mal die Höhe ein, laut den Plänen. Ich habe die Pläne noch nicht fertig zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht. Also stelle ich mir das irgendwie erstmal ein. So, ein bisschen weniger vielleicht. So, passt. Und das dürfte wirklich jeder von euch daheim wirklich nachmachen können mit seinen Sachen. 39,7. Mit zu viel Quatschen drüber ist, sonst vertuscht die wieder. Dann ist der Frustrationsgrenze wieder erreicht. Also, Fresse halten. Doppelcheck. Passt. Ich wollte die Oberfräse nehmen, dann habt ihr gesehen, wie schnell das geht. Ihr habt eine dünnere Rückwand als ich. Ihr passt eure dünnere Rückwand ein. Ich habe jetzt halt einfach 2-3 Schnitte gemacht und meine Rückwand passt jetzt hier perfekt rein. So, denn das Gute daran ist, wenn ihr es so macht, ihr seht, das hier ist noch nicht verwindungssteif. Aber wenn wir unsere Rückwand jetzt in diese Nut reinschieben, Alter, ich glaub's nicht, irgendwas, was mal endlich passt. Ja, dann hat das ganze Ding plötzlich Stabilität. Bedeutet, das wackelt nachher nicht mehr. Und ich habe gesehen, das war wirklich super einfach. Mit ganz normalen Mitteln, die ihr daheim auch habt, wenn ihr eine Tischkreissäge habt, geht das. Ich habe mir jetzt hier ein Stück zugeschnitten, was die Höhe hat. Halt die hier hin. So. Da kann ich mir sicher sein, ich habe wirklich überall auch die gleiche Höhe. Gut, sicher ist beim Truppe nichts, aber die Chance erhöht sich. Thank you.
trocken ist, und das ist er, weil ich habe ihn nämlich über Nacht trocknen lassen. Also dieser ist wirklich 100% trocken. Schaut das Ding so aus. Natürlich, wie kann es auch anders sein, ist natürlich wieder alles nicht 100% im Winkel, aber das kann man alles mit den Blenden ein bisschen hinpfuschen. Also ihr habt das Ganze so konstruiert, dass wenn es bei euch auch nicht 1 Milliarde Prozent die genau passt, kann man das alles mit den Blenden hinpfuschen und schaut trotzdem noch gut aus. So, als Auszüge verwende ich wieder mal von Hettich die guten Quattro V6, die guten. Da wäre ja auch ein bisschen untertrieben, oder? Wenn meine Werkzeugschränke, habe ich das und daheim, wo die anderen nehmen. Also, Blödsinn. So, ich habe jetzt die Rückwand rausgenommen. Das ist echt sau cool. Ich habe das so auch noch nie gemacht. Aber ich glaube, ich werde das vielleicht das ein oder andere Mal wieder machen, weil das wirklich sehr bequem und auch relativ einfach zu machen ist. Wenn ihr die Auszüge anzeigt, ganz egal, ob das ist die von Hettich sind oder irgendwelche anderen, würde ich euch empfehlen, dass ihr das folgendermaßen macht. Yes, I'm sitting right.